Das mache ich. Test. Ja, jetzt schauen wir mal, ob dann die Qualität passt. Okay, also die Leute sind schon da. Ja. Da sind jetzt noch nicht 12 Sichtungen. Hallo alle, jetzt geht's gleich los. Wir hier aus München begrüßen euch zu unserem dritten Webinar. Gleich seht ihr auch wieder die Christine, jetzt seht ihr ja für mich. Und dieses Mal geht es um die Mischkulturen. Das heißt also, oh, das Bild, ah, jetzt haben wir ein schönes Bild. Also Pflanzplan, Boden und Beetvorbereitungen, Umgraben und Mulchen, diese wichtigen und ja auch immer sehr kontrovers diskutierten Themen, aber auch ob und wie man den Schnecken abwehren kann. Und die Christine wird euch auch etwas über die wirklich nutzbringenden Gartengeräte erzählen können. Wir hoffen, dass ihr nach dem letzten Webinar jetzt alle schon fleißig angesät habt und vielleicht ja auch die ersten Pflänzchen schon pikiert werden konnten. Wir sind sehr gespannt. Ich übergebe an Christine. Wir lesen natürlich auch, was ihr dann schreibt. Ihr wisst, wie immer, es ist so, ihr könnt durch eure Tasten eingeben, eure Fragen. Ihr könnt aber auch, traut euch ruhig, über Mikros, die ihr vielleicht auch habt, wirklich auch was sagen. Wir sehen dann, wenn ihr euch meldet und können euch dann dran nehmen. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim dritten Webinar mit Christine. Hallo alle miteinander. Guten, vielen Dank für die einzelnen Worte. Da können wir jetzt ganz schnell weiterblättern. Jetzt bin ich gerade hier am Schauen. Dann geht es weiter da oben. Ja, genau. So, heute drittes Webinar Mischkultur und um was es geht, brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Das hat die Gudrun schon vorgestellt. Da gehen wir jetzt gleich zur Boden- und Beetvorbereitung. Ja, Gudrun, hast du gesagt, wird sehr kontrovers diskutiert. Ich habe da meine eigene Meinung dazu aus bald schon 30 Jahren Gartenerfahrung. Das Beste ist, wenn der Boden nicht nackt da liegt, das heißt blanke Erde. Über den Winter sollte der Boden immer bedeckt sein. Das geht mit Mulch oder mit Gründünger. Gründünger lasse ich mich heute nicht aus. Das haben wir mal auf einem der nächsten Webinare ein bisschen ausführlicher. Mulch ist alles organisches Material, was ihr im Herbst noch bekommen könnt. Das wäre der restliche Rasenschnitt, das ist das Laub, das sind alle Stauden und Stängel. Also alles, was der Garten härtet und was man ansonsten in großen Mengen auf den Kompost wirft und der dann ohnehin überquillt. Vielleicht so ein klein bisschen, also wenn man so Stauden und Stängel aus den Blumenbeeten hat, aus den Rabatten ein bisschen so 10 cm Stückchen schneiden und den Boden gut bedecken. Im Winter, wenn immer der Boden nicht gefroren ist, sind die sichtbaren Bodentierchen, die Regenwürmer und die Mikroorganismen aktiv, bauen den Mulch um, also zersetzen den, und bilden diese wertvollen Humuskomplexe, das also ein sehr stabiler Humus ist. Ja, und im Frühjahr ist es dann so, bevor man die ersten Direktsaaten macht, sollte man den Mulch auf die Seite kratzen, den Boden einmal leicht durchlockern, dann die Ansaaten tätigen und dann wieder Mulch draufgeben. Die Saatreihen freilassen, damit die jungen Pflänzchen gut durchkommen und zwischen den Reihen einfach den Mulch wieder drauf tun. So arbeitet man auch im Biolandbau. Gehen wir gleich eins weiter. Es ist im Biolandbau so, dass der Boden nicht mehr umgegraben wird tief. Durch das tiefe Umgraben zerstört man den Humus. Das ist also einer der Faktoren, wie Humus ständig
abgetragen wird und vermindert wird, dass er durch das tiefe Umgraben nach unten gebracht wird. Und die Humusschicht ist die, die Luft und Licht braucht und wo viele kleine Bodentierchen, aber auch schon sehr viele Mikroorganismen sind. Und jeder kann sich vorstellen, wenn man die nach unten schaufelt und die dann wesentlich tiefer in den Schichten sind, bringen die keine Luft und keinen Sauerstoff. Und sind da unten dann nicht so wertvoll wie oben. Im Biolandbau löst man das Problem, dass man zwischen den Kulturen Untersaaten hat. Das heißt, man sät sehr oft aus der Familie der Leguminosen etwas, zum Beispiel den Leindotter. Leguminosen sind Schmetterlingsgewächse, die Luft, Stickstoff sammeln können und in kleinen Knöllchen Bakterien an den Wurzeln ablagern und so im Boden mehr Nährstoffe zurücklassen, als sie verbrauchen. Zwischensaaten, genauso wie die Untersaaten, bloß zum anderen Zeitpunkt und Milch und entsprechende Gründünger. Da gibt es von meiner Seite eigentlich dann nicht viel rum zu diskutieren. Mit den richtigen Gartengeräten, die zeige ich am Schluss noch ein paar, kann man den Boden sehr einfach lockern und man kann sich den Spaten in den allermeisten Fällen sparen. Einen Tipp möchte ich euch noch geben. Es ist relativ einfach, wenn man neues Land gewinnt, sage ich mal, wenn man aus einer Rasenfläche ein neues Beet machen möchte. Das ist relativ viel harte Arbeit, da die Rasenschicht, den Grasboden abzutragen und dann den Unterboden zu lockern und umzustechen. Man kann aus der Permakultur, gibt es die sogenannten Schichtmulchbeete, einfach kniehoch Heu oder frisch gemähtes Gras, das ein paar Tage angetrocknet ist, es muss nicht ganz durchgetrocknet sein, aufschichten und dann entsprechend, es empfiehlt sich jetzt nicht so zum Direktansehen, sondern mehr um Pflänzchen einzubauen, dann macht man da, wo man ein Pflänzchen reinsetzen möchte, mit den Händen eine kleine Mulde, tut so ungefähr 5 Liter gute Erde rein, für den Start, dass das Pflänzchen gleich was hat, wo die Wurzeln anwachsen können. Und im Lauf des Jahres verrottet dieses Heu und setzt sich um. Und der Boden wird von alleine locker. Die Regenwürmer kommen, fressen den Grassoden auf und machen alles locker. Also das ist eine Methode, die funktioniert auch, das erzähle ich nicht so. Ich habe das schon sehr oft ein Stück Land gewonnen auf meinem Grundstück. Gerade wenn man dann zu viel vorgezogen hat und es bleiben noch einige Kürbisse übrig. Die Kürbisse gedeihen dort wunderbar. Ja, ich nehme das nächste Thema gleich mit und dann gibt es die erste Fragerunde. Gut, dann bin ich gleich bei der Anbauplanung. Dann möchte ich euch jetzt einmal kurz die Vorteile der Mischkultur schmackhaft machen. Mischkultur ist ja was, da verdrehen viele so Gartenanfänger erst einmal die Augen und sagen, das ist so kompliziert, da blicke ich nicht durch, das lasse ich lieber, ich mache da nichts oder mache irgendwas. Warum braucht es die Mischkultur und was hat man davon, wenn man sich damit beschäftigt? Auf jeden Fall hat man höhere Erträge, eine größere und bessere Ernte. Man nutzt durch das, dass unterschiedliche Pflanzenfamilien gleichzeitig in einem Beet sind, die Nährstoffe optimal aus. Eine Pflanzenfamilie hat immer den gleichen Bedarf an Nährstoffen und wenn der über mehrere Jahre auf einer Fläche steht, werden diese Nährstoffe gänzlich aus der Erde rausgezogen und dann kommt es zu den Krankheiten, die Pflanzen werden schwächlich und dann kommen sehr viele sogenannte Schädlinge, die diese Pflanzen dann einfach abarbeiten, weil sie nicht gesund sind. Und weil das ein Prinzip der Natur ist, dass das Kranke und Schwache
einfach umgesetzt wird. Die Bodenfruchtbarkeit wird gefördert. Es ist eine bessere Beschattung des Bodens, wenn er mit Pflanzen in verschiedener Höhe gepflanzt ist. Und der vorhandene Raum wird nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch durch die verschiedenen Wurzeltypen. Da habe ich nachher noch ein schönes Bild für euch, besser ausgenutzt. So, was gibt es für Probleme bei Monokultur? Mit Monokultur meine ich, dass auf einer Beetfläche nur eine Pflanzenart ist. Wenn man über Land fährt, sieht man diese riesigen Maisfelder. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Maiszünsler. Das ist ein Insekt, das bohrt die Maishaut. Und so weiter. Ja. So, Entschuldigung, wir hatten gerade eine kleine Störung und eine Unterbrechung. Ich hoffe, ihr hört es mich jetzt alle wieder. Also, der Maisfelder werden sehr stark gedüngt. Es ist schon mal so, dass dann die Pflanzen sehr schnell wachsen, sehr viel Stickstoff haben und die ganze Pflanzenstruktur anders ist wie bei Pflanzen, die nicht so überdünnt sind. Das kommt dann nur dazu, dass das Schädlinge immer besonders anzieht. Ja, dann schlüpfen die fertigen Exemplare aus und gehen zum Überwintern in den Boden. Und wenn am nächsten Jahr wieder Mais angebaut wird, dann haben diese Maiszünsler die nächste Generation ein wunderbares Feld da und müssen gar keinen weiten Weg machen, um ihre Arbeit wieder fortzusetzen. Das heißt, durch Monokultur zieht man sich die Schädlinge direkt vor Ort heran. Wenn man eine Mischkultur hat, wenn man so wie früher in der Mehrfelderwirtschaft jedes Jahr andere Früchte auf dem Feld hat, dann haben es diese Spezialisten für eine spezielle Pflanze gar nicht so einfach. Weil die müssen dann sehr weit fliegen oder krabbeln, wie auch immer sie unterwegs sind, und auf die Suche gehen, bis sie ihren Wert wieder finden. Das ist also ein absoluter Vorteil der Mischkultur. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, gleiche Pflanzenfamilien haben die gleichen Nährstoffansprüche, die laugen den Boden aus. Und dann haben alle Pflanzen auch besondere Wurzelausscheidungen, Wurzelabsonderungen. Und die können dann auch bestimmte Krankheiten verursachen. Da gibt es Familien wie zum Beispiel den Kohl, die sind da besonders empfindlich. Da gibt es die Kohlhernie, das ist eine Viruserkrankung, wo die Wurzel des Kohls dann Ausbuchtungen wie Geschwüre bekommt, und diese Geschwüre, die drücken dann die Wasserversorgungsleitungen ab, so kann man sich das vorstellen, und die Pflanze stirbt einfach ab. Also es ist schon eine gute Sache, sich damit zu beschäftigen. Gut, jetzt möchte ich euch noch die Anbauplanung zeigen. Die macht mir der Daniel in der Zwischenzeit schnell auf, die ich euch als Download mit anhänge. Da habe ich nämlich noch ein bisschen ausführlicher die Anbauplanung. Okay.
Ja, dann mache ich, bis das da ist, hier weiter mit dem Fruchtwechsel. Es gibt in der Mischkultur oder in der Anbauplanung drei wesentliche Begriffe. Den Fruchtwechsel, dann wäre das nächste die Frucht, da habe ich auch ein Beispiel dazu gemacht, die Fruchtfolge und das dritte wäre die Mischkultur. Und da gibt es immer sehr viele Verwirrungen und das ist selbst in manchen Gartenbüchern, habe ich gefunden, nicht richtig drin. Also diese Begriffe werden so ein bisschen vermischt. Ja, Fruchtwechsel heißt, jedes Jahr steht auf einem Feld oder auf einem Beet eine andere Hauptkultur. Das ist angelehnt an die Mehrfelderwirtschaft, die vom frühen Mittelalter bis eigentlich zu der Zeit, wo die chemischen Dünger erfunden worden sind, sehr erfolgreich betrieben worden ist. Das ist sowohl auf den Feldern als auch in den Bauerngärten so gemacht worden. Und in der Regel hat man vier Quartiere und jede Pflanzenfamilie kommt dann nach drei, noch besser nach vier Jahren wieder auf das gleiche Beet. Da habe ich jetzt ein kleines Beispiel für euch. Fruchtwechsel ist also, das ist jetzt Feldwirtschaft mit Kopfsalat, das scheint so Krausensalat zu sein, mit der Fresen oder so. Und das ist der dunkle, vielleicht so eine Art Lolo Rosso oder Eichblattsalat. Also das sieht man hier so die Zeilen, die ewig lang weitergehen. Du hast immer nur eine Sorte von Kopfsalat und das wäre jetzt eine Pflanzenfamilie, die Körbchenblüter drauf sind. Wenn ihr euch das jetzt so ein bisschen vorstellen wollt, male ich euch das Bild vom früheren Bauerngarten so sprachlich, ein bisschen vor euer Auge. Mist war zur damaligen Zeit begrenzt. Man hat auf dem Hof immer so viele Tiere, wie die Fläche hergegeben hat. Und das, was die Tiere an Mist vom Futter zurückgelassen haben, war der Dünger für die Felder und es musste sehr wohl überlegt werden, wo der hinkommt, weil es war nicht so viel da, dass alle Felder gleich viel davon bekommen konnten, dass überall in gleicher Menge ausgebracht worden ist. Also hat man im Laufe der Zeit einen sehr originellen Plan ausgetüftelt. Und zwar ist auf das erste Beet oder auf das erste Feld im Herbst dieser Mist ausgebracht worden. Und das sind dann das Jahr drauf die Starkzehrer angebaut worden. Unter Mischkultur? Ist nur die Präsentation? Ich habe dir, einen kleinen Moment, wir haben gerade so ein kleines organisatorisches Problem. Ich habe dir zwei Mails geschickt. Eine zuerst, da waren die ganzen Anhänge und eine später, da war die Präsentation. Vielleicht kannst du nochmal schauen. Wir suchen gerade die ganzen Downloads für euch, damit ihr am Ende die alle habt. Ich war beim Bauerngartensystem, also das Feld, das erste Feld oder erste Quartier ist in manchen Büchern auch so benannt, wird mit dem Mist bestückt und da kommen dann im Jahr danach, beginnt es mit den Starkzehrern. Auf dieses Feld kommt dann der Reihe hintereinander, das nächste Jahr, im zweiten Jahr, die Mittelstarkzehrer drauf. Im dritten Jahr setzt man die Schwachzehrer drauf und im vierten Jahr macht man eine Gründüngung oder man macht nochmal so Pflanzen, die fast nichts brauchen, wie zum Beispiel die Erdbeeren oder so, die dann mehrere Jahre auch noch stehen bleiben können. Und so hat man die vier Felder und es geht dann so der Reihenfolge noch durch. Im zweiten Jahr kriegt also dann das zweite Beet den Mist, im dritten Jahr das dritte und im letzten Jahr das vierte, sodass also dann alle vier Jahre ein Beet mit frischem Mist versorgt worden ist. Und so geht es dann immer reihum.
Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System, wo man also ganz sparsam und effektiv mit seinen Ressourcen, mit seinem wertvollen Dünger haushalten kann. Diese Methode kann ich euch empfehlen in euren Gärten, wenn ihr zum Beispiel so wie bei Obpflanzt ist in München sehr viel mit Hochbeeten arbeitet, wo also insgesamt eine kleine Fläche ist, kann man das sehr gut machen, dass man eine Hauptkultur auf dem Beet hat und dazwischen so ein bisschen Kräuter und so kleinere Schwachzieher wie die Radieschen oder so Pflücksalat, das geht da immer nur so ein bisschen mit. Das ist auch zu empfehlen, wenn man mit Kindern arbeitet, weil da ist eine klare Struktur da, da schauen die jungen Pflänzchen alle gleich aus, Kinder wissen dann, was Unkraut ist und was nicht, weil auf dem Beet in der Reihe kann man das gut erkennen. Also das ist immer zu überlegen, welche Form passt in euren Garten. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Beispiel, zur Fruchtfolge. Fruchtfolge meint, dass verschiedene Gemüsesorten nacheinander während einer Vegetationsperiode, also in einem Pflanzjahr, auf einem Beet stehen. Das, damit ist gemeint, dass man eine Vorkultur, eine Hauptkultur und eine Nachkultur hat. Da gibt es dann auch zwei Blätter von mir, eins mit Vorkultur und eins mit Nachkultur. Da könnt ihr euch dann anschauen, welche Pflanzen das sind. Mit Vorkulturen ist im Allgemeinen gemeint Pflanzen, die man sehr früh schon raustun kann, die kälteverträglich sind, also die kühleren Nachttemperaturen aushalten und die sehr schnell ausreifen, die also den Platz dann für die Hauptkultur, die Hauptkulturen werden meistens so im Mai rausgesetzt, das können jetzt die Tomaten sein, es können die Zucchini sein, es können die Kürbisse sein, es können die Gurken sein, das sind also alles die etwas wärmelieberen deren Pflanzen, da haben wir uns schon ausführlich darüber unterhalten im ersten Seminar, die man im Haus vorzieht und die erst dann später rauskommen, wenn die Nachttemperaturen entsprechend höher sind. Die brauchen dann eine längere Zeit, dann nennen wir sie Hauptkultur und an dieser Hauptkultur orientiert man sich auch, wenn man sagt, man arbeitet in Mischkultur mit Pflanzfamilien. Und die Nachkultur ist nochmal sowas wie die Vorkultur. Es gibt Hauptkulturen, die kann man schon ein bisschen früher raussetzen oder die werden früher fertig. Wenn die geerntet sind, dann geht oft nochmal so eine Nachkultur. Klassisch wäre das jetzt zum Beispiel der Feldsalat oder ganz späte Radieschen oder so. Solche Geschichten, die dann bis zum Herbst nochmal reifen. So, da habe ich euch ein Beispiel gemacht. Fruchtfolge auf einem Beet im zeitlichen Ablauf. Da stellt ihr euch jetzt ein Beet so ungefähr mit 120 cm Breite vor und in drei Reihen wird eingesät. Da kann man jetzt im März loslegen mit einem Schnittsalat, der entsprechend für Frühaussaat geeignet ist. Und ich habe das nicht aus Versehen dreimal hintereinander hergestellt, sondern damit meine ich dreimal eine Reihe im entsprechenden Abstand Schnittsalat ansäen. Wenn der Schnittsalat geerntet ist, setzt man auch im Mai eine Reihe Frühkohl, in der Mitte Tomate, eine Reihe Frühkohl. Und wenn das abgeerntet ist, der Frühkohl, der ist früher fertig für die Tomate, dann kann man hier gleich den Feldsalat richtig breitwürfig, also nicht nur eine Zeile, sondern den ganzen Platz ausnutzen. Das wäre jetzt eine schöne Fruchtfolge-Serie. Ja, und die Mischkultur, die dritte im Bunde, ist, wenn man jetzt verschiedene Pflanzenarten, zum Beispiel Gemüse, Kräuter und Blumen, gleichzeitig auf einem Beet hat. Die Pflanzen haben unterschiedliche Platz- und Nährstoffansprüche
Und die abgegebenen Stoffe begünstigen sich gegenseitig. Da gibt es so einige Klassiker, wie zum Beispiel, dass Zwiebel und Möhren ganz gut zusammenpassen, auch Lauch und Möhren. Den Lauch häufelt man ja so ein bisschen an. Da entstehen dann so kleine Berge und die Karotten sind in den Tälern zwischendrin. Die wachsen stark nach unten und der Lauch ist einer, der so zu den Mitteltiefwurzlern gehört, der also da in seinem angehäufelten Bereich gut drin bleibt. Und das heißt immer, dass sich also die Ausdünstung von den Zwiebelgewächsen und den Karotten sehr gut ergänzen, weil sie die sich gegenseitig schützen, indem sie die Zwiebelpflege und die Karottenpflege vertreiben. So, zur Mischkultur, ja, da will ich euch mal ein bisschen was erzählen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Dokumenten also Mischkultur-Tabellen. Ich habe euch vorbereitet eine Mischkultur-Tabelle mit vielen Spalten, längs und quer, damit für jeden was dabei ist, wo also dann angekreuzelt ist. Ja, genau, der Daniel arbeitet im Hintergrund ganz eifrig und dann kann ich euch auch was zeigen davon, wo also wo Kreuzchen drin sind, was gut zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Das sieht ganz schön aus. Ich finde es im Garten immer ein bisschen unpraktisch. Dann habe ich für euch, ich habe hier ein kleines Beispiel, noch zur Mischkultur. Erst einmal so ein Bildchen zum Anschauen. Das ist jetzt eine Mischkultur auf einem Beet. Da steht jetzt Fenchel, Salat, Mais, Kohlrabi. Und ihr seht, das ist ganz schön eng beieinander, macht aber nichts. Der Salat ist nämlich fast schon reif hier auf dem Bild. Und bis der Fenchel noch ein bisschen größer ist und der Mais, ist die Salatreihe ganz abgeerntet und der Platz dann dazwischen. Es ist also auch so ungefähr 1,20 Meter breites Beet. Der reicht dann für diese drei Reihen aus. So, ich werde euch ein anderes Beispiel zeigen. Das kommt dann später. Ausnahmen gibt es auch immer mit der Mischkultur, dass nämlich manche Pflanzen länger am gleichen Platz stehen können. Die Tomaten, wenn es keine Phytophthora gibt, das ist so die Einschränkung, das ist so ein Pilz, der die Tomaten befällt, der kommt in der Erde vor. Wenn es regnet, dann spritzt so ein bisschen Erde an den Stiel und an die unteren Blätter und von da aus verbreitet sich der Pilz dann über die ganze Pflanze und das ist sehr schlimm in Jahren, wenn es viel regnet und eher kühl ist, das nehmen die Tomaten ja gar nicht so gern, das sind ja so ein bisschen Sonnenkinder, dann geht es manchmal ganz schnell innerhalb ein paar Tagen, die ersten braunen Pusteln und nach ein paar Tagen sind die Blätter bis oben ganz braun und rollen sich ein und die Früchte kriegen schwarze Flecken und man kann nichts anderes mehr tun, wie die möglichst schnell rausreißen, möglichst wenig damit rumwedeln, dass der Pilz nicht auf die anderen so viel übertragen wird und hoffen, dass die anderen Pflanzen nicht befallen werden. Also sind eure Tomaten gesund und ist keine Phytophthora da, können die Tomaten viele Jahre am gleichen Platz stehen, weil die mögen nämlich gerne ihre Wurzelausscheidungen und hinter sich selber wachsen. Die Erdbeeren wären die nächsten, die können auch 3 Jahre auf dem gleichen Beet stehen. Das ist auch sehr praktisch, weil man setzt die Jungpflanzen ein. Im ersten Jahr gibt es eine ganz magere Ernte, im zweiten Jahr schon ganz ordentlich. Im dritten Jahr haben die Pflanzen dann ihre beste Tragezeit und dann kann man sie eigentlich rausnehmen, weil ab da geht es dann jedes Jahr mehr bergab. Außer man hat so eine ganz alte Sorte, so eine robuste, die nicht so stark verzüchtet ist, dass sie diesen
drei Jahreswetten sind. Normalerweise kriegt man geht kaum mehr was anderes. Man muss also Glück haben, dass man von irgendeinem alten Gärtner mal ein paar Ableger kriegt, die noch ein bisschen älter sind. Ja, der Grünspargel ist auch einer, der mag das sogar gar nicht, wenn man ihn versetzt, weil der hat eine sehr, sehr große, empfindliche Wurzel unterirdisch. Der kann also durchaus auch 8 bis 10 Jahre am Standort bleiben. Und das heißt bei der Planung, dass man sich das immer sehr genau überlegt, wo man solche Pflanzen hinsetzt, weil die dann einfach nicht in einen Fruchtwechsel oder Fruchtfolgeplan einbezogen werden können. Der Rhabarber zum Beispiel, der mag auch gerne am gleichen Ort stehen. Das ist auch so einer, wenn man den teilt und versetzt, der braucht erst einmal 2, 3 Jahre, bis er so richtig in die Gänge kommt und so richtig genügend dicke Stämme hat, dass man ihn beernten kann. Ich habe dann noch ganz was anderes, eine andere Art der Mischkultur für euch. Das ist nach der Gertrud Frank. Und zwar ist es so eine Pionierin der Mischkulturgeschichte. Die hat ein rollierendes System erfunden. Das kann man sich jetzt so vorstellen, wenn man eine durchgehende Fläche hat, die etwas länger ist, also so 8 bis 10 Meter vielleicht, dann arbeitet man sich einmal einen Plan aus. Sie hat da in ihrem Buch auch einen schönen Vorschlag drin. Den habe ich dann auch für euch rauskopiert und in die Unterlagen mit dazu gegeben. Dann beginnt man also im ersten Jahr nach Plan mit dem Anpflanzen. Sie hat auch A, B und C Reihen, wobei A-Reihen dem entsprechen, was die Startziere sind. Sie hat es so ein bisschen anders genannt, auch das sind die Pflanzen, die einfach einen längeren Standort haben. Also das können Sie direkt eigentlich übertragen. Und die anderen sind schneller und sie hat es auch immer so ein bisschen durchgewechselt mit Pflanzen, die unterirdisch, also nach unten gehen und nach oben gehen. Und das nächste Jahr geht man mit seinen Reihen einfach 50 cm weiter und dann verschiebt sich alles um diesen halben Meter und so geht es dann auch 4 Jahre, bis die gleiche Pflanzenfamilie dann wieder am Ort ist. Weil alle 2 Meter kommt dann eine A-Reihe und die anderen Reihen inzwischen dazwischen drin. Das ist also ein ganz tolles System, wenn man den Platz hat. Für so urbanes Gärtnern, wo man viel mit kleinen Gefäßen arbeitet und in Kübeln und Tröben oder in Hochbeeten, ist es nicht so geeignet. Das Buch von der Gertrud Frank gibt es leider nicht mehr im Handel, es ist schon ein bisschen älter. Es gibt es antiquarisch, sehr teuer. So bei einer Vorbereitung für die Präsentation mal so kurz recherchiert. Man kriegt es aber oft in den Bibliotheken noch zum Ausleihen, ist aber gar nicht so schlimm. Es ist mittlerweile ein neues Buch auf dem Markt von der Margarete Langerhorst. Die hat dieses System noch weiter verfeinert und hat noch mehr Kulturen in die Mischkulturabfolge einbezogen, sodass bei ihr, ich glaube, alle 6 oder 7 Jahre, die kleine Pflanzenfamilie erst wieder auf den Platz kommt. Das ist sehr ausgetüftelt, aber wie gesagt, nur geeignet da, wo man dann wirklich diese Fläche auch hat, um dieses rollierende System durchzuführen. Gut, jetzt habe ich dann mal die erste Pause eingeplant. Ich habe ein kleines Bildchen als Pausenbild, wo man so 4 Quartiere sieht. Also diese Stabzehrer, Mittelstabzehrer, Schwachzehrer und in einem Feld sollten dann die Gründünger sein. Das fand ich jetzt ganz nett, weil das so im Kreis ist, mal so ein bisschen anders wie im klassischen Bauerngarten. Und jetzt schauen wir mal durch, was für Fragen reingekommen sind. Das
Erdbeeren. Das letzte, zu Erdbeeren. In welchem Jahr sollten die Ableger genommen werden? Die Ableger können jeden Jahr genommen werden. Und ich habe da einen ganz guten Trick. Ich mache das so, dass ich mir die Pflanzen, die besonders gut getragen haben, gleich mit einem Stöckchen markiere bei der Ernte, weil es sind immer ein paar Erdbeerpflanzen dabei, die entweder kleinere Früchte haben oder sehr wenig Früchte haben. Und dann weiß ich, wenn ich später, also so ab August, kann man die Ableger dann abschneiden und entsprechend umtopfen. Ich mache das zum Beispiel für Schenk ganz oft, Erdbeeren. Ich setze die Ableger immer gleich neben der Pflanze schon in ein Töpfchen mit Erde rein, dann bewurzeln die schon richtig im Töpfchen und irgendwann, wenn sie fest angewurzelt sind, dann braucht man nur so ein bisschen an der Pflanze ziehen, dann merkt man schon, dass sie gut angewurzelt ist, dann schneide ich den entsprechenden Trieb weg. So. Fragt jemand, ob du die Autorennamen im Buchtitel auch schriftlich zeigst. Ja, das habe ich im Anhang unter Buch, also bis am Ende der Präsentation unter Buchtipps für euch schon aufgeschrieben. Das findet ihr dann ganz hinten. Genau, haben wir noch eine Frage? Mhm. Gut, ja, wenn momentan nichts ist, dann sage ich mal den Daniel. Ich hätte jetzt ganz gern einmal die Anbauplanung, um das nochmal kurz zu zeigen. Das ist also diese Anbauplanung, da habe ich das für euch noch so ein bisschen ausführlicher zusammengeschrieben und ich möchte bloß hier so den ersten Teil nochmal kurz durchsprechen. Wenn man sich hinsetzt und man beginnt mit der Planung, dann ist es ganz gut, dass man sich als allererstes erst einmal Gedanken macht, welche Gemüsesorten mag ich oder meine Familie oder die Gruppe, in der man ist, denn gerne, weil es hat nicht viel Sinn, jetzt Sellerie anzubauen. Das ist immer die Pflanze, die bei uns in der Familie keiner mag, wenn es dann keiner essen mag. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass man sich dann genau notiert, wie viel Fläche habe ich denn zur Verfügung. Bei meinen Seminaren stelle ich immer fest, wenn man so kleine Planungsübungen macht, dass die Leute planen, als hätten sie 3 oder 5-mal so viel Fläche, wie ihnen in Wirklichkeit zur Verfügung steht. Also messt euch das ruhig einmal aus und macht euch so einen kleinen Plan, einfach so eine Skizze, wie viel Beete mit wie viel Fläche, dass man so wirklich realistisch dann planen kann. Dann entscheidet ihr euch für das System, das ihr verwenden wollt. Also zum Beispiel den Fruchtwechsel mit den 4 Beeten, den Stab, den Mittel- und den Schwachzehrern oder die Fruchtfolge oder ihr macht Beete, wo ihr die Mischkultur komplett macht. Je stärker die Mischkultur ist, desto weniger stark muss man auf diese Fruchtfolge achten. Weil wenn man jedes Jahr die Pflanzen durcheinander in Beet setzt, ist die Gefahr, dass am gleichen Ort das Gleiche wieder eingesetzt wird, nicht so groß. Dann überlegt ihr euch die Abstände, also wie viel Reihen ihr auf eurem Beet einsäen könnt. Dazu ganz kleiner Tipp, stellt man sich am besten immer vor, wie die Pflanze ausschaut, wenn sie ausgewachsen ist. Also wenn man am Anfang Kohlpflänzchen einsetzt, neigt man dazu, die viel zu eng einzusetzen, vor allen Dingen, wenn man es das erste Mal macht, weil man das gar nicht weiß, dass der Kohlkopf dann nicht so klein ist wie im Bioladen, wenn man kauft, sondern mit den Blättern, die außen drumherum sind, ganz schön mächtig viel Platz braucht. Also sich da schön so ein bisschen informieren. Dann überlegt ihr mit der Düngung, was ist es jetzt gerade für eine Fläche? Das geht jetzt wieder so auf diese Stab, Mittel und Schwach. Ich hätte jetzt auch eine Frage zu. Stark, Mittel und Schwachzehrer zurück. Ihr überlegt, ist das Beet letztes Jahr stark gedüngt worden, ist viel Kompost eingebracht worden oder ist Mist
draufgekommen oder sonst irgendwas, dann kann man von vornherein schon planen, dass man dieses Jahr der Mittelstabzehrer oder Schwachzehrer hinsetzt. Und ihr überlegt euch dann auch, wie schaut es aus? Das haben wir ja bei den Ansaaten schon mal so besprochen. Die Gemüsesorten, die ich jetzt mag, was muss vorgezogen werden? Wie viel Platz habe ich auf den Fensterbrettern? Wie viele Pflanzen kann ich da also letztendlich wirklich vorziehen, bis sie groß sind? Also die Tomatenpflänzchen müssen in ein Töpfchen, also Topfgröße 12 cm, wie viel Platz habe ich da? Und auch den zeitlichen Ablauf. Also wenn die Tomatenpflänzchen ab April dann tagsüber raus können zum Lüften, kann ich da vielleicht Ende April schon anfangen, die Gurken und Zucchini vorzuziehen, und über Nacht stelle ich dann die Pflanzen, die Tomatenpflanzen, nicht auf dem Fensterbrett in den Raum, sondern ich habe irgendwo noch anders Platz, wo ich zwei Kistchen unterbringen kann. Also das muss man alles so ein bisschen planen, weil sonst geht es drunter und drüber und der Platz im Raum ist immer der, der am wenigsten vorhanden ist. Das andere könnt ihr euch da durchlesen, da habe ich es nur so ein klein bisschen ausführlicher beschrieben als in der Präsentation. Jetzt schauen wir mal, was hier an Fragen noch gekommen ist. Hier. Soll der Mist für die Stabzehrer nur im Herbst oder auch im Frühling auf das Beet aufgebracht werden? Das kommt darauf an, ob der Fisch Mist, der Mist frisch oder schon abgelagert ist. Also im Herbst kann man den Mist auch frisch aufs Beet tun, weil bis zum Frühjahr, wenn man die Pflanzen einsetzt oder ansät, ist er dann zu einem gewissen Teil schon verrottet. Wenn man im Frühjahr Mist drauf gibt, dann soll das abgelagerter Mist sein, kein frischer. Also frischer Mist ist zu scharf für die jungen Würzelchen. Das sollte nicht eingebracht werden. Gut, dann gehen wir in der Präsentation weiter. Ja, dann blättert mir die Präsentation ein, dann habe ich Zeit, die Fragen hier noch zu beantworten. So, wie viel ist viel Kompost? Kann das in Schaufeln einmal Liter pro Quadratmeter angegeben werden? Ja, da kann ich euch so eine Richtlinie geben. Ein Liter Kompost, das wäre ein Maßkrug voll. Auf einen Quadratmeter, das ist also schwach, für die Schwachzehrer. Einfach so eine Auffrischung und das Einbringen von Mikroorganismen. Und 3 Liter Kompost, das wäre dann eine kräftige Düngung. Zu viel Kompost soll man nicht auftragen, weil man kann mit Kompost auch überdüngen. Kompost hat im Verhältnis gesehen viel Stickstoff und viel Kalium und nicht ganz, Entschuldigung, viel Phosphor und viel Kalium und nicht ganz so viel Stickstoff. Den Stickstoff kann man dann zusätzlich für die Pflanzen mit Brennnesseljauche gewinnen. Also das heißt, mit 3 Liter pro Quadratmeter ist man da ganz gut dabei mit einer kräftigen Düngung. So, ja. Was ist eine gute Mischkultur mit dicker Bohne? Also auf solche Fragen möchte ich jetzt nicht antworten. Da habe ich nämlich dann die Mischkultur-Tabellen, was sich mit wem gut verträgt dabei. Da schaut ihr einfach nach. Das ist gleich eine Übung. So, das sind wir schon gewesen. Ich möchte euch jetzt hier den Fruchtwechsel nach Nährstoffbedarf. Das habe ich jetzt vorhin schon erklärt, das Beispiel mit dem Bauerngarten. Nur eine Frage. So, kann so viel Mist gesundheitliche Schäden bei Pflanzen hervorrufen? Ja, das kann er. Also zu viel Mist ist auch nicht gut. Da habe ich jetzt keine so Mengenangabe, dass der Boden halt, was sage ich, vielleicht 5 cm bedeckt ist, das ist vollkommen ausreichend. Und bitte erkundigt euch immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, an Mist zu kommen, ist das ein Biobetrieb, ist das ein konventioneller Betrieb,
werden die Kühe zum Beispiel mit Hormonen behandelt, dass sie aufnehmen, also dass sie dann ein Kälbchen kriegen können? Werden die Tiere mit Antibiotika behandelt, weil das schleppt ihr euch dann alles mit auf euer Beet. So, jetzt nur so eine kleine Erklärung noch. Das Beispiel habe ich euch vorhin schon genannt. Starkzehrer wären jetzt die großen Kohlarten, Tomaten, Zucchini, Sellerie. Mittelstarke Zehrer sind Mangold, Fenchel, Paprika, rote Beete, Möhren, Pastinake. Und die Schwachzehrer sind Bohnen, Erbsen, Radieschen, Feldsalat, Zwiebelsalate und Kräuter. Und im vierten Jahr Gründüngung, ein gutes Beispiel für Gründüngung ist die Phacelia, nennt sich auch Büschelschön. Das ist eine Pflanzenfamilie, die es bei den ganzen Gemüsearten nicht gibt. Aber auf die Gründüngung gehe ich dann mehr bei dem Seminar mit der Düngung ein. Ich habe heute für euch ein ziemlich großes Programm, deswegen möchte ich jetzt auf so kleine Nebenbaustellen gar nicht abschweifen. Hier habe ich also das Beispiel Mischkultur nach guten und schlechten Nachbarn. Das gefällt mir jetzt besser wie die Mischkultur-Tabelle. Das ist so aufgebaut, dass also in der ersten Spalte die Gemüseart steht. In der zweiten Spalte stehen die guten Nachbarn, alles was sich damit gut verträgt. Und in der dritten Spalte stehen die schlechten Nachbarn, also die Pflanzen, die sich dann nicht gut vertragen. Und das ist sehr gut ausprobiert. Das haut also, da können Sie sich drauf verlassen, das haut meistens wirklich sehr gut hin. Wenn man das dann anpflanzt, dann kümmert, also Erbsen, Bohnen vertragen sich überhaupt nicht. Eine Sorte ist dann etwas stärker wie die andere. Und die zweite, die schwächere, die kümmert dann wirklich dahin. Ja, ich würde euch jetzt ganz gern diese Mischkultur-Tabelle noch zeigen, damit ihr im Vergleich seht, also diese Tabelle heißt dann gute und schlechte Nachbarn und die Mischkultur, das sind die guten und schlechten Nachbarn und die Mischkultur-Tabelle ist dann das mit den ganz vielen Kreuzchen und Spalten, aber es gibt, genau, so schaut es dann aus. Ich habe jetzt mal eine ausgewählt, die noch ein bisschen übersichtlicher ist mit den Farben. Die grünen Farben sind die guten Mischkulturen und die roten Farben sind also die, die sich nicht so gut vertragen. Ihr seht, das sind gar nicht so viele. Genau, dann machen wir das wieder zu und gehen zurück zur Präsentation. Ja, ich lese das mal ganz schnell. Ja, genau. Also die Gründüngungsfarbe würde ich gern zurückstellen, weil sonst muss man immer so ein klein bisschen ausholen, dass man das Prinzip versteht. Und das braucht mir dann zu viel Zeit halt von einem anderen Thema. Da habe ich jetzt für euch mal wieder so ein Bild aus dem Upflanzt-Ist-Garten hier in München. Das hier sind Reissäcke. Die haben auch sehr viele Tomaten und Chilis in Reissäcken. Hier die Paprika fand ich ganz schön, weil die wirklich ganz ordentliche Früchte da haben. Und ich muss ja immer irgendwas dazusetzen. Ich würde jetzt hier Basilikum dazusetzen. Das Basilikum lockt mit den Blüten die Bienen an und fördert dann einfach die Bestäubung auch der Pflanzen. Die Paprika bestäubt sich zum großen Teil selber, die braucht es jetzt nicht zu dünnen, aber es ist einfach schön, wenn man gleich irgendwelche Kräutlein dazu sind, kann man auch Kamille reinsetzen oder was man halt ganz gerne mag. Und das passt schon. Also vom Wurzelraum her, die Kräuter, die kleineren Kräuter, sage ich mal, es gibt auch große und mächtige, die kleineren Kräuter, die passen da ganz gut dazu. So, dann habe ich für euch noch ein anderes System. Das ist jetzt das, was ich nach jahrelangen Kämpfen mit der Mischkultur für mich als das Beste entschieden habe. Dass man die Fruchtfolge nach Pflanzenfamilien macht. Und zwar ist es auch ein
Felder oder vier Beetesystem. Es geht los mit dem Beet A. Da werden also im ersten Jahr die Kreuzblütler und die Gänsefußgewächse angepflanzt. Kreuzblütler sind die Kohlarten, wir können uns zum Beispiel Kohlrabi nehmen. Gänsefußgewächse ist Mangold, rote Beete, Melde. Auf das zweite Beet kommen die Schmetterlingsblüter und die Körbchenblüter. Schmetterlingsblütler, Erbsen, Bohnen, Körbchenblüter, alles Salate zum Beispiel. Auf das dritte Beet kommen, also im Originalentwurf steht Nachtschattengewächse und Kürbisgewächse. Das hat sich bei mir im Garten nicht bewährt, darum habe ich hier ein Oder dazu geschrieben. Die Kürbisgewächse, die laufen immer ziemlich dahin und sind sehr haben sehr viel Platzanspruch. Und das geht sie nicht so gut aus. Also ich würde das eine oder das andere. Kürbisgewächse kann man dann ganz gut die Gräser dazu nehmen und das wäre zum Beispiel der Mais. Da gibt es ohnehin so eine nette Geschichte, also so eine Mischkulturgilde aus der Permakultur. Das hat aber nicht die Permakultur erfunden, sondern das ist in der Heimat dieser Pflanzen eine uralte Tradition, dass man Kürbis, Mais und Bohnen miteinander aufs Beet gibt. Bei uns, in unserem Breitengraden, muss man die Maispflanzen ein bisschen vorziehen, sonst werden sie von den Bohnen erdrückt. Also man setzt den Mais, der Mais wächst hoch und die Stange von dem Mais ersetzt die Bohnenstange, sodass die Stangenbohnen dann direkt sich um den Mais herum wickeln und der Kürbis wird in entsprechender Anzahl pro Quadratmeter einer zwischen Mais und Bohnen gesetzt. Der Kürbis mit seinen großen Blättern beschattet den Boden, sodass der nicht so austrocknet. Der Mais ist die Stange für die Bohne und die Bohne als Schmetterlingsblütler sammelt Stickstoff und stellt den Stickstoff direkt für den Mais zur Verfügung. Das ist also eine ganz lustige Kombination. Ich habe es bei mir im Garten schon ausprobiert. Also mit, wenn man Mais vorzieht, funktioniert das auch ganz gut. Dann das vierte Beet wären die Dolbenblütler. Da wird jetzt zum Beispiel der Fenchel dazu gehören, alles, was im Blütenstand eine Dolde kriegt. Und die Liliengewächse, das wären Zwiebel und Lauch. Also es geht dann so rundherum. Und ich finde das sehr praktisch. Also man muss da nicht so eine defizile Fruchtfolge ausarbeiten. Man kennzeichnet seine Beete, dass man immer weiß, was A, B, C und D ist. Und die Starkzehrer- und Schwachzehrer-Regelung ist hier schon mit eingearbeitet. Beet A und Beet C werden jetzt Pflanzen mit einem hohen Nährstoffanspruch. Und Beet B und Beet D sind Pflanzen, die weniger benötigen. Das heißt also immer in dem Jahr, wo also diese A-Pflanzen und C-Pflanzen auf dem Feld stehen, muss man etwas mit Düngen nachhelfen, im Herbst oder im Frühjahr entsprechend Kompost auftragen und das Jahr drauf braucht man also weniger zugeben und auch nach Bedarf Brennnesseljauche nach. Also mir gefällt das sehr gut und das ist meine Lieblingsvariante. So, dann gibt es jetzt für die Fortgeschrittenen noch so ein bisschen was zum Denken. Diejenigen, die schon länger im Gartengeschäft sind, die wissen, dass die Pflanzen von ihrem Wurzelsystem her sich unterirdisch genauso Konkurrenz machen wie oberirdisch. Also die Pflanzen kämpfen nicht nur um Licht und Platz oben, je mehr Licht sie bekommen, umso mehr Photosynthese können sie betreiben und umso besser können sie sich ausbreiten. Es ist auch unterirdisch, dass sie um den Platz kämpfen. Und dann ist es immer gut, wenn man auch hier Tiefwurzler neben Flachwurzler setzt und die Mitteltiefwurzler entsprechend dazwischen.
Also hier so ein paar Beispiele. Das ist eigentlich selbsterklärend mit den Tiefwurzlern. Das sind die ganzen Rüben, die tief nach unten gehen. Und die Tomate gehört auch zu den Tiefwurzlern, wobei die Tomate immer auch gut im Kübeln zurechtkommt, wenn sie halt ein Mindestmaß an Wurzeltiefe hat. Also so ein 10-Liter-Eimer für normale Tomaten und ein 20-Liter-Eimer für Fleischtomaten braucht schon, damit einigermaßen was Gescheites rauskommt. Ja, und die klassischen Flachwurzler sind Salate, Zwiebeln, Spinat und die Kräuter. Und wenn man das gut miteinander kombiniert, kann man also auch die Bodenschichten sehr gut ausnutzen und die Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe auf ein Minimum reduzieren. So interessant für euch könnte auch noch sein, Gießen nach Wurzeltipp habe ich mir jetzt bloß so als Stichwort notiert, damit ich euch das hier an der Stelle noch sage. Tiefwurzler sollte man nicht so oft gießen, es reicht zweimal in der Woche, aber sehr nachhaltig, dass das Wasser richtig tief in den Boden kommt, weil die Pastinake an sich ist der Wurzelkörper, sage ich jetzt mal. Da unten dran am Ende, wenn wir die rausziehen und essen oder vor uns liegen haben, dann ist für uns die Wurzelspitze das Ende. Aber da sind ja erst die ganz feinen Wurzelchen dran, die die Pflanze dann versorgen. Also da kommen dann die Saugwurzeln und diejenigen, die die Nährstoffe aufnehmen. Genauso bei den Möhren. Also die nicht so oft gießen, aber sehr durchdringend. Und die Flachwurzler, Salate, Zwiebeln, Spinat und so, die haben eine Wurzeltiefe zwischen 10 und 20 cm. Die muss man etwas öfter gießen, aber auch genügend, also nicht zu kurz. Generell ist es so, wenn man nur wenig gießt, dann bilden die Wurzeln, ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt beim anderen Seminar, sehr an der Oberfläche Wurzeln, die sich sehr ausbreiten und möglichst viel von dem so mager bemessenen Mast zu bekommen. Wenn man die Pflanzen seltener und dafür stärker gießt, dann geht das Wasser nach unten und die Wurzel holt sich das Wasser von unten und sie bildet auch eine tiefere Wurzel aus und das ist immer ein Vorteil, weil dann steht sie besser und ein tieferes Wurzelsystem unten hat sie, also wenn mehr Wurzeln da sind, sind einfach mehr einzelne kleine Faserwurzelchen, die auch die Nährstoffe aufnehmen können. Es arbeiten einfach mehr. Und zu beachten, also alle, die viel in Pflanzgefäßen arbeiten, ja, dass man einen Rettich nicht in der 20 cm tiefes Gefäß setzt, das ist ja noch klar. Aber so manche andere Sachen, da denkt man dann nicht so dran, dass die Tiefe des Pflanzgefäßes schon mit auch zum Erfolg beiträgt. Auf der anderen Seite kann man Salate zum Beispiel in ganz einfachen Obstkisteln anziehen. Denen reichen wirklich 10, 15 cm Tiefe, dass sie auch gut gedeihen und einen guten Erfolg bringen. Ja, die Pflücksalate, die man auch wunderbar am Balkonkasten, wo sie nur 10 cm Wurzeltiefe haben, die Radieschen zum Beispiel, gehen auch mit 10 cm Wurzeltiefe. Da muss man sich so ein bisschen beschäftigen damit. Das trägt dann wirklich auch zum Erfolg bei. So, da habe ich dieses versprochene Wurzelbild. Das finde ich ganz genial, weil so macht die Natur. Das ist von Biobauer Braun. Ich habe das aus seinen Vortragsunterlagen rausgenommen. Ich habe es hier unten auch ordentlich als Quelle angegeben. Das ist eine Kleegrasmischung. Und damit, man sieht hier die Zahlen so schlecht, ich habe es nebendran noch hingeschrieben, weil man glaubt es kaum, damit ihr mal seht, was diese Pflanzen für eine Wurzeltiefe erreichen und wie man mit so einer Kleegrasmischung als Gründünger zum Beispiel tiefgründig den Boden lockern kann. Aber gleichzeitig ist es wie wenn man Kompost für die Pflanzen oberirdisch aufträgt, kann man auch
Dankeschön. Daniel hat mir gerade den Mauszeiger eingestellt. Das habe ich halt ganz vergessen. Dann seht ihr besser, was ich da gerade zeige. Also mit so einer Klärkursmischung kann man so Beete auch wirklich tiefgründig lockern lassen von den Pflanzenwurzeln. Und die ganze Wurzelmasse, die im Boden drin bleibt, ist also praktisch ja, wie Kompost unterirdisch eingebracht. Das ist organische Masse, das ist Futter für die Mikroorganismen und die Mikroorganismen. Und die Regenwürmer machen für uns dünner draus. Und jetzt schaut es mal her, wie die Luzerne, die geht, das ist 4 bis 7 Meter runter in den Boden. Das ist also schon wirklich toll. Das ist nur so ein bisschen bekannter, die kleine Biberelle zum Beispiel, zwischen 3 und 4 Meter. Also das ist schon toll. Das ist so eine Offenbarung. Die Tochter von Josef Braun hat in Weihenstephan studiert und hat ihm diese Wurzelbilder gemacht, also richtig die Pflanze Stück für Stück die Erde weggewoben und hat das dann so gezeichnet. Das ist also eine sagenhafte Arbeit, finde ich. Ja, Mischkultur wie in der Natur. Es gibt auch unter den Permakulturexperten noch eine andere Idee, wie man Mischkultur betreiben kann, dass man Pflanzen, die viel Blattmasse bilden, Pflanzen, die Fruchtmasse bilden und Pflanzen, die viel Stämme und Stängel bilden, miteinander mischt, weil sie unterschiedliche Nährstoffansprüche haben. Blattmasse benötigt immer viel Stickstoff, Fruchtmasse benötigt mehr Phosphor wie andere Pflanzen und Stämme und Stängel, da wäre jetzt zum Beispiel der Brokkoli mit Stämmen und Stängeln oder alles andere, wenn man so erntet, benötigen viel Kalium. Würde ich mal sagen, auch so eine Idee für die Fortgeschrittenen. Die Anfänger lieber was Einfacheres. Mhm. So, jetzt haben wir wieder eine Fragerunde. Es gab einen schon, von Adi gibt es eine Tabelle, welche Gemüse zu welcher Pflanzenfamilie gehört. Ja, da habe ich einen Anhang für euch. Ich muss jetzt bloß schauen, wie das heißt. Ich gucke mal schnell nach hinten. Und, überlaufen. Gemüseanbau heißt... ja, der Daniel ist ja wie mit Zauberhand. Der Daniel hat es mir gleich geöffnet. Ich nehme ja mal meinen Mauszeiger wieder. Hier habe ich euch nochmal zusammengestellt, wie dieses Stark-Schwach-Zehrer-System funktioniert, mit den 4 Beeten und den 4 Jahren, wo es rumläuft. Hier habe ich euch nochmal, dann habt ihr das auf einem Blatt für euren Ordner, wer das denn so machen möchte mit den wichtigen Unterlagen. Und hier habe ich euch die Pflanzenfamilien aufgeschrieben. Also es gibt noch ein paar mehr, aber die wichtigsten gängigen Gemüsearten habe ich hier drauf. Also das habt ihr dann auch dabei. Genau. Du hast die Fragen schon? Ja, sag noch keine. Sonst, ja, brennt euch noch was auf die Nägel. Jetzt zu dem Thema. Dann könnt ihr das gleich. Anscheinend keine. Gott, keine Frage. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht so sehr verwirrt. Also am besten ist, ihr druckt euch mal diese verschiedenen Möglichkeiten der Mischkultur aus, legt es vor euch hin und überlegt, was in eurem Garten, welches System in eurem Garten am besten passt, was am wenigsten Arbeit macht, wie viele Leute habt ihr, die das betreuen, dass nicht das große Tohuwabohu entsteht, mit welcher Art von Leuten geht es hier um? Sind es Kinder, sind es Senioren oder sind es Studenten, denen man ruhig ein bisschen mehr Denkaufgaben
geben kann. Braucht es eine klare Struktur oder seid ihr auf dem Permakultur-Trip und sagt alles möglichst naturnah und durcheinander ist schön, das muss man dann auch aushalten können. Ist auch nicht so einfach, weil man dann oft die Jungpflanzen nicht von den Unkräutern entscheiden kann. Also das bedarf so ein paar Überlegungen und dann entscheidet euch für ein System und macht es nicht alles gleichzeitig. Und macht es dann am besten 2, 3 Jahre mal bei dem einen bleiben und erst dann was anderes ausprobieren, weil dann seht ihr wirklich auch die Vorteile von dem einen und eventuell auch Nachteile beim Handling in eurem Garten. Das würde ich also wirklich mal so empfehlen, weil ansonsten, wenn man das jetzt so hört, denke ich, geht es den Neulingen genauso wie jeden anderen auch. Also mir ging es am Anfang, also ich habe mit diesem stark, mittelstark und schwach System angefangen, weil am Anfang fand ich das sehr schön, dass man Übersicht hat, dass man nicht so viel durcheinander hat, dass man genau sieht, was auf dem Beet ist und die Familie auch, wenn man die zum Ernten schickt, dann finden die den Salat und den Kohlrabi. Wenn ich jetzt meinen Mann zum Ernten schicke, ich habe jetzt so eine wilde Mischkultur und sag, hol mir mal bitte einen Kohlrabi, dann kommen wir mit uns. Ich habe den nicht gefunden. Obwohl er ganz deutlich zu sehen ist, aber es ist halt noch so viel anderes auf dem Beet. Also wie gesagt, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und so wie man es mag und wie man auch mag, dass das Erscheinungsbild in dem Garten ist. Was will man denn auch den Leuten, die zu Besuch kommen, zeigen? Und ja, also das ist so eine Geschichte. Und wenn man sich dann für ein System entschieden hat und bei dem bleibt, dann ist es auch ganz übersichtlich. So, wir schwenken jetzt dann auf das Schneckenthema. Und da kommt noch eine Frage rein, ja. Abgesehen von den Schädlingen, könnte auch nur über die Düngung der Nährstoffbedarf der Pflanzen gedeckt werden und damit die Mischkultur unnötig sein. Bei uns ist die Fläche einfach klein. Ja, das ist so, dass bestimmte Pflanzenkrankheiten auftreten, wenn man jedes Jahr die gleiche Pflanzenfamilie auf den gleichen Platz stellt. Das heißt, ganz empfindlich sind die Kohlarten, empfindlich sind die Bohnen und Erbsen, empfindlich sind die Gänsefußgewächse und langfristig, Simon hat die Frage gestellt, Simon, wirst du da nicht glücklich werden? Weil das ist genau das, was die konventionelle Landwirtschaft gemacht hat. Mit dem zur Verfügung stehenden chemischen Dünger hatte man genügend Dünger, um den Nährstoffbedarf der Pflanzen zu decken. Und man hat auf den Feldern immer das Gleiche angebaut und war der Meinung, wenn man Dünger, nur genügend Dünger hinschmeißt, dann funktioniert das schon. Und nach Jahren sind dann die Krankheiten, die Schädlinge gekommen. Für die Krankheiten hat man die Spritzmittel dann erfunden und für die Schädlinge die entsprechenden Insektizide. Das eine die Pestizide und das andere die Insektizide. Und dann bist du irgendwann automatisch da, dass du ständig irgendwas tun musst, um deine Pflanzen, die dann geschwächt sind, ja, zu stärken und sozusagen in Anführungszeichen mit den entsprechenden Spritzmitteln zu schützen. Also auch wenn die Fläche klein ist, dann muss man halt hintereinander verschiedene Pflanzenfamilien anpflanzen. Da gibt es halt mal das eine Jahr nur das eine und das andere Jahr das andere. Oder es gibt weniger, man hat die Mischkultur auf den Beeten, so wie ich das eine Beispiel gezeigt habe, wo Fenchel, Salat, Mais und Kohlrabi nebeneinander
Stamm, dann gibt es halt weniger Früchte von einer Art. Also das muss man sich überlegen. Und mit dieser Mischkultur, mit der sogenannten Maximalbepflanzungsmethode, wo es keine nackte Erde dazwischen gibt, kriegt man eigentlich schon eine ganze Menge unter. Auch mit einem ausgebildeten System mit den Vor- und Nachkulturen. Da geht also auf der Fläche wirklich, ja, ich will nicht sagen, dann doppelt so viel, aber es geht schon eineinhalb so viel, kann man rauskriegen. Ja, ich denke, das passt jetzt. Ja, um Pflanzen vor Schnecken zu schützen, muss man nicht unbedingt im Baumarkt oder im Gartencenter diese teuren Hütchen und Salat, Pflanz, Schutz, Schalen, wie immer das Zeug heißt, kaufen, sondern man kann da mal schauen, was es aus der Recycling-Ecke hergibt. Ich schaue eigentlich immer und überall, wo solche PET-Flaschen rumliegen, das sind welche, die nicht zurückgegeben werden, die also normalerweise in Müll geschmissen werden. Wenn man so ein bisschen ein Auge kriegt, dafür findet man die überall, kann man unten am Boden abschneiden und die kann man dann einfach über das junge Pflänzchen drüber stülpen. Das hat einen doppelten Effekt. Zum einen, man muss es tief genug reinstecken, dass der Wind nicht gleich umweht, kommen die Schnecken nicht hin und knappern es nicht an. Und zum anderen, oben den Deckel wegmachen, dass mit der Lüftung da ist. Es ist ein Mini-Treibhaus. Tagsüber scheint die Sonne drauf und es beschlägt so ein bisschen. Es ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit drin und es hält sich die warme Luft etwas und nachts kühlt es nicht ganz so ab. Also nachts ist es auch geschützt. Kleiner Nachteil gibt es immer, man muss ordentlich gießen außenrum, weil es trocknet natürlich, wenn es dann sehr heiß ist, etwas schneller aus, die Erde da. Und ich habe eine Bekannte, die wiederum jemanden kennt aus der Kantine, da gibt es dann so 5 Liter Kanister, da ist dann Speiseöl drin. Und die schmeißen das nachher ein. Also das ist jetzt schon sehr komfortabel. Da bringt man auch noch einen mittelgroßen Kopfsalat rein. Die nehme ich bevorzugt über die Bohnen, weil bei mir die Schnecken, die in den Bohnenpflanzen so gern mögen, die lieben sie, die beißen sie oben so ab, dass also die, bis zu den Keimblättern, da nur noch der Stiel, der Stängel übrig ist und dann ist kaputt, man wächst nicht mehr. Ich tue hier meine 5 bis 6 Bohnen, wo nachher die Stange reinkommt in die Erde, stecke hier die Flasche drüber und ab dem Moment, wo die Bohnenpflänzchen, die Stangenbohnen, so aber es müsste mit Buschbohnen genauso gehen. Die Bohnen hier oben rausschauen aus der Öffnung, nehme ich es dann raus und setze die Stange dazu, wickelt es schön um die Stange rum und dann fressen es die Schnecken an, weil dann haben sie so eine Größe, unten sind dann schon größere Blätter und der zarte Trieb oben ist schon hoch genug, der ist dann in der Regel so 30 bis 40 cm hoch. Dann sind sie den Schnecken davon gewachsen. Dann klappt das auch ganz gut. Das ist also, wenn sie da unten die Blätter nur so ein bisschen anknappern, das richtet dann nicht so viel Schaden an. Ja. Gut, dann schauen wir mal. So, zu den Schnecken kann man ja den ganzen Tag reden und man hat mit wirklich ein gutes Konzept dagegen. Ich möchte so ein ganz klein bisschen ausholen und erklären, wie das mit diesen Schneckenplagen bei uns zustande gekommen ist. Also generell ist es ja so, dass in der freien Wildbahn die Lebewesen in Lebensgemeinschaften zusammenleben und es gibt immer die pflanzenfressenden Tiere und die fleischfressenden und es ist immer in einem gewissen Gleichgewicht. Ja, dass die Schnecken bei uns so überhand genommen haben oder immer noch tun, ist, dass unsere heimische Schnecke, ist die Wegschnecke, eine der Gartenschnecken,
Und die nicht heimische, die eingeschleppte, ist die spanische Schnecke. Die spanische Schnecke kommt aus dem heißen Klima und die ist mit Obstkisteln zu uns reingekommen und hat sich im Garten mit unserer heimischen im Laufe der Zeit verkreuzt. Jetzt ist da so eine richtige Schneckenpopulation entstanden, ich sage immer die Kampfschnecken, den ich so gar nichts mehr anhaben kann von der Witterung. Unsere heimische Schnecke ist gut an die Kälte angepasst, die kommt mit dem Winter gut zurecht, die verkriecht sich entsprechend tief, legt ihre Eier entsprechend in tiefe Spalten und die überwintert. Unsere heimische Schnecke kommt im Sommer mit der Trockenheit nicht so gut zurecht, da verkriecht sie sich und lässt sich nicht sehen. Die spanische Wegschnecke kommt mit der Hitze super zurecht und mit der Kälte aber nicht so. Und durch die Verkreuzung haben diese Nachfahren jetzt die Eigenschaft, beides gut zu überstehen. Das ist mal das eine. Dass sich die Schnecken bei uns im Garten so vermehren, jedes Tier hat im Biosystem eine Aufgabe. Und man sollte sich eigentlich fragen, wenn ich von irgendwas zu viel habe, von was habe ich denn zu wenig? Was ist denn der natürliche Gegenspieler von den Schnecken? Und warum funktioniert das nicht mehr? Warum läuft das so aus dem Ruder, dass von der einen Tierart so viel da ist? Also die Aufgabe der Schnecken im Biosystem ist, Fäulnis zu reduzieren. Das heißt, haben wir viel zu viele Schnecken, ausgerechnet das, was wir haben wollen, wegfressen. Und warum sie nicht das gesunde Gras in der Wiese fressen, sondern eben unsere geliebten Pflänzchen. Ansonsten ist es in unseren Gärten oft so, dass der Aufbau des Bodens nicht so ganz in Ordnung ist. Wenn wir immer schön nackte Erde haben und die Erde nicht bedeckt ist, sind die Mikroorganismen und die Bodenlebewesen, die haben da nichts zum Beißen. Die sind nicht in ausreichender Anzahl da und die haben auch die Aufgabe, Fäulnis zu reduzieren. Und es wird von den Mikroorganismen nicht genügend Arbeit geleistet, sodass die Schnecken da einfach viel zu tun haben. Da kommt dann dazu, dass man in den Gärten ab den 70er Jahren immer mehr Rasenflächen hat und diese Rasenflächen jede Woche oder spätestens jede zweite Woche schön gemäht werden und man hat zwar meistens einen Fangkorb hinten an seinem Mäher dran, der die große Masse am Gras aufsammelt, aber trotzdem ganz viele kleine Schnipsel von dem Rasenschnitt noch im Rasen übrig bleiben. Wenn ihr da mal schaut, so mit so einem ganz feinen Rechen nach dem Rasen hin drüber geht, werdet ihr sehen, dass das stimmt, dass da ganz viel so feine Schnipsel da sind. Rasen hat sehr viel Eiweiß, also letztendlich, was dann wieder zu Stickstoff umgebaut wird. Und dieses Eiweiß ist für die Schnecken ein richtiges Kraftfutter. Das heißt, wenn viel Rasen da ist und Rasen regelmäßig gemäht wird, ist das die Zuchtanstalt für die Schnecken. Die kommen und tun sich da gütlich dran, haben sehr so ein richtiges Kraftfutter, machen sehr viele Nachkommen, legen also viele Eier. Es ist so, dass zum Beispiel so von einem Schneckengelege, das hat zwischen 200 und 400 Eier, die schlüpfen nur, wenn genügend Impuls da ist, dass also genügend Fäulnisimpulse da sind. Schlüpfen viele aus, ist wenig Impuls da, trocknen die Eier, schlüpfen sie alle nicht aus. Also es ist ein ganz fein abgestimmtes System, das wir halt leider gar nicht so genau beobachten können, weil wir das gar nicht so mitkriegen. Ja, also das ist das Problem. Und dann kommt hinzu mit meiner Frage, was haben wir denn zu wenig im Garten, wenn auf der anderen Seite zu viel ist. Wir haben zu wenig Nützlinge, die Schnecken fressen. Da kommen wir jetzt wieder zur spanischen Wegschnecke.
die produziert sehr viel Schleim, sehr viel bitteren Schleim. Und wenn diese spanischen Wegschnecken mal eine gewisse Größe erreicht haben, werden sie von keinem unserer heimischen Nützlinge, die Schnecken fressen, noch angerührt. Die Mündes nicht. Ich habe im Garten mal beobachtet, wie eine Amsel eine Schnecke aufgepickt hat. Die hat die wieder fallen lassen und hat sich danach links und rechts im Gras den Schnabel abgewälzt, abgewischt. Ich habe meinen Mann gerufen, aber wir haben leider weder Fotoapparat noch irgendwas da gehabt, um das aufzunehmen. Für mich war das so eine Offenbarung, dass das wirklich auch stimmt, was ich euch da erzähle. Dass also die Tiere die Schnecken ab einer gewissen Größe dann nicht mehr mögen. Das heißt, welche Tiere fressen denn die Schnecken? Das sind zum Beispiel die Igel, die Lurche, die Kröten, die Spitzmäuse, die Larven von den, wie heißen die Leuchtkäfer? Die Glühbirnen. Das haben meine Kinder immer gesagt, die Käfer das Licht anmachen, die Glühbirnchen. Also es gibt ganz, ganz viele Tiere, die die Schnecken fressen, wenn sie noch klein sind. Und in so aufgeräumten Hausgärten gibt es aber keine Ecken, wo sich diese Tiere mehr halten. Das heißt, man muss auch ein bisschen eine wilde Ecke haben, wo man mal ein bisschen Steinhaufen hat, wo man ein bisschen Geäst liegen hat, wo man einen Laubhaufen für den Igel hat. Und dann sind die Gärten meistens abgezäunt, sodass die Igel nicht durchlaufen können. Da muss man auch mit den Nachbarn mal reden, ob man nicht irgendwo einen kleinen Durchschlupf im Garten für die Igel lässt. Und solche Geschichten. Also da muss man langsam anfangen, anders zu denken und auch so einen kleinen Mini-Teich, dass die Frösche und die Kröten, die mit weniger Wasser zurechtkommen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansprüche auch bei den Amphibien, dass man dann so einen kleinen Mini-Teich eben die unterstützt. Ja, wo immer es möglich ist, so die Laufenden ist hervorragend. Ich habe eine Nachbarin, die hat zwei Laufenden und die laufen immer die Nordseite von meinem Zaun entlang und auf der Seite ist einfach Ruhe, das sind kaum noch Schnecken. Ein paar Einzelne, die machen da wirklich kein Problem. Dann gibt es effektive Mikroorganismen, das gibt es in einer Lösung zu kaufen. Das sind Mikroorganismen, Stämme drin, die im gesunden Boden sein sollten. Wenn man das regelmäßig ausbringt im Garten, stärkt man das Bodenlebewesen und die Mikroorganismen übernehmen wieder einen Teil der Aufgabe, volles Reduzieren und das Umsetzen vom organischen Material. Und man nimmt damit den Schnecken einfach die Arbeit weg. Dann sollte man überlegen, mit dem Rasen, ob man nicht einen Teil davon als Blumenwiese länger stehen lassen kann und das dann mit der Sense oder mit der Sichel mäht, weil mit einem glatten Schnitt entsteht nicht so viel Kraftfutter. Und letztendlich, also ich habe auch die Lösung Schneckenzahn für den Bereich gewählt, wo ich halt die besonders beliebten Pflanzen drin habe. Das ist also so ein gezinktes Blech. Das ist hier einmal geknickt und man sieht es auf dem Bild nicht. Da geht nochmal ein Knick nach innen, 1 cm. Dieser zweite Knick ist sehr wichtig. Ich habe mal andere Bleche gekauft, die hatten den Knick nicht und da krabbeln sie dann drüber, aber zweimal übers Eck, das können sie nicht. Aufpassen muss man, dass außen nichts Hohes wächst, weil ihr werdet mir es nicht glauben, da hier vorne hat es so ein bisschen festere Kräuter, also die Schafgarbe, und die Schnecken klettern da rauf und wenn der Stängel oben dünner wird, dann fällt der da einfach rüber ins Beet und die hat sie da
ins Bett fallen lassen. Wiederum habe ich meinen Mann gerufen und habe gesagt, komm schnell, schau mal, meine Schnecken machen Stabhochsprung. Also man muss wirklich da außenrum 10, 20 Zentimeter schauen, dass das Gras nicht so hoch wird oder die Kräuter nicht so hoch werden, dass sie da dann nicht einwandern. Und dann hat man so einen schneckenberuhigten Bereich. Zum Thema Schnecken haben wir auch zwei Dokumente. Eins hat die Gudrun schon vor einiger Zeit mal erstellt. Das ist von der Stiftung Interkultur. Das ist eine tolle Zusammenstellung, wo jetzt das meiste von dem, was ich so ein bisschen erzählt habe, drin ist. Ich glaube auch noch ein bisschen mehr. Genau, das ist es. Auch mit so einer schönen Wildhecke. Und ich habe noch eine Datei, habe ich zuerst geschrieben, erst dann habe ich das von der Gudrun gefunden, zusammengestellt. Da ist zum Beispiel auch noch ein homöopathisches Mittel beschrieben, das Helix Tosta. Das hat eine Dame aus meiner Permakulturgruppe ausprobiert, witzigerweise eine Homöopathin, die eben dann der die Idee gut gefallen hat. Und die hat das jetzt schon zwei Jahre, die hat berichtet, dass es wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich denke, das kommt auch immer so ein bisschen aufs Jahr drauf an. In Jahren, wo es viel feucht ist, da haben sie einfach auch zusätzlich nochmal gute Bedingungen. Und bei viel Feuchte saugen die Pflanzen viel Wasser auf. Und die sind dann auch die Inhaltsstoffe der Pflanzen, die sie eigentlich von Grasfeind unterstützen, verdünnen sich dadurch auch nochmal. Ich habe mal so, also seit langem sähe ich den Salat im Garten schon direkt an, um eben dieses Einsetzen zu vermeiden. Und ich stelle immer fest, dass die Schnecken diese angesäten Jungpflanzen weitgehend verschonen. Über viele Jahre hinweg. Und dann war mal ein Jahr, wo es im Frühjahr entsetzlich viel geregnet hat und dann haben sie uns alle zusammengefressen. Also das hat schon auch was damit zu tun, dass die Pflanzen dann andere Ausdünstungen haben oder anders schmecken oder was auch immer, wenn die Außenbedingungen anders sind, dass das halt nochmal so einen Einfluss hat. Und dann sind so ein paar Meter Schneckenzaun schon sehr günstig, weil dann kann man entweder den Schneckenzaun oder eine dieser Flaschenlösungen wählen. Gut, die Fragen zu Schnecken? Ja, genau. Machen wir jetzt. Genau. Okay. Ich habe eine notiert, würden auch Glasflaschen als Schneckenschutz gehen oder Tablettflaschen oder wird es zu heiß für die Bohnen, hat jemand gefragt? Es wird nicht zu heiß für die Bohnen. Die Bohnen setzt man ja an, so Mitte Mai, und die PET-Flasche ist dann von Mitte Mai bis Ende Mai ungefähr drüber, da ist es in der Regel noch nicht so heiß. Glasflaschen gehen genauso. Es gibt auch im Spezialhandel so Glasglocken, ich glaube, nennen sie das. Also es hat letztendlich den gleichen Schutzeffekt. Aber auch unter der Glasflasche wird es warm. Mein Schnittlauch habe ich jetzt für den Winter ans Küchenfenster geholt. Ergebnis lauter Blattläuse. Ja. Brennnesseljauche half bisher nicht dagegen. Ja, das ist so eine Geschichte. Die Blattläuse sind in der Erde drin gewesen. Das ist jetzt ins Warme reingekommen, da haben die wunderbare Bedingungen, sich zu vermehren. Und da sind sie jetzt und das wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Die würden abschneiden und wieder raussetzen in die Erde. In einer guten Gärtnerei ein neues Stückchen kaufen. Also kein Rasenschnitt als Mulch? Ja, gute Frage, wichtige Frage. Rasenschnitt als Mulch möglichst nicht frisch verwenden. Sondern ich mache das immer so, dass ich an heißen Tagen mähe, gleich in der Früh, den Rasenschnitt dann auf der genähten Fläche dünn ausbreite. Und wenn es so richtig heiß ist, ist es bis spät Nachmittag total trocken. Und dann den angetrockneten Rasenschnitt auf die Flächen ausbringen, hilft enorm.
Zusätzlich kann man auch, also wer sich da mit den Mikroorganismen beschäftigen möchte, wenn man dann diese effektiven Mikroorganismen noch drüber sprüht oder gießt, hält es teilweise bis zu 14 Tage, dass die Schnecken da nicht hingehen. Hingegen, wenn man frischen Rasenschnitt auf die Beete legt, dann sind da über Nacht, wenn man sehr früh hinausgeht und schaut, massenweise sitzen die Schnecken da drin. So, wenn ich Grünen im Graschen draufkomme, komme ich doch auch zu Schnecken. Ja, das habe ich jetzt eigentlich fast schon beantwortet, wenn man das frisch drauflegt, ja. Bei der Gründüngung ist es auch so, dass es möglichst geschickt ist, wenn man die abschneidet an trockenen, sehr warmen Tagen, dass die schnell antrocknet. Möglichst am Vormittag, dass das über den Tag schon antrocknet und dann nicht mehr so interessant ist. Dann wilde Ecken haben viele, aber auch viele Schnecken. Ja, es ist so ein bisschen, dass die Schnecken natürlich auch gerne in den wilden Ecken sind. Manchmal muss man den Fraßfeind auch ersetzen und eine Weile absammeln, bis sich das Gleichgewicht wieder eingependelt hat. Da steht so ein bisschen mehr noch in der Schneckenregulierenden Datei. Ja, also wo man die Möglichkeit hat, auch Hühner fressen die Schnecken, wenn sie noch ganz klein sind. Also wenn sie so einen Zentimeter, maximal zwei, fressen sie es. So, jetzt die Gudrun hat mich gebeten, auch was zu den Gartengeräten zu sagen. Das ist jetzt hauptsächlich ein Tipp für die Gruppen und Initiativen, die sich neu finden und die neu starten, dass man so ein bisschen weiß, was denn so die Grundausstattung ist, was man unbedingt braucht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ihr braucht keinen Spaten, wenn ihr keinen Boden zum Bearbeiten habt. Also wenn ihr nur in Kübeln und Gefäßen arbeitet, könnt ihr euch die Spanne Schaufel braucht man schon, weil man oft die Kübel und Pflanzgefäße befüllen muss oder mit der Schaufel in der Schubkarre dann sich sein eigenes Substrat zusammenmischt. Also für Boden- und Erdarbeiten empfehle ich Schaufel, Spaten, Grabgabel und Rechen. Rechen natürlich auch nur, wenn ihr Laub- oder Grasschnitt habt. Zum Boden lockern, für die Bodenpflege, zum Unkrautjäten, finde ich hervorragend die Gartenkralle. Da habe ich gleich anschließend noch ein Bild dazu. Das ist nicht so allgemein bekannt. Oder den Sauzahn. Das ist also ein Haken, mit dem man durch die Erde durchfährt, so 8 bis 10 cm tief. Und das hat den Vorteil, im Gegensatz zu dem Umgraben, dass man die Bodenschichten nicht durcheinander bringt, sondern nur oberflächlich lockert. Natürlich das Handschäufelchen und die Handhacke oder Handgruppe. Gruppe ist meistens das Teil, wo mehr Zähne dran sind mit zwei. Ich finde das, was hinten spitz ist und vorne zwei Zacken hat, nehme ich am meisten her. Also meine meistgebrauchten Gartengeräte sind eigentlich ein gutes Schäufelchen und so eine gute Handhacke. Dann eine gute Gartenschere, lieber nur eine, aber eine ordentliche, die einen sauberen Schnitt macht. Wenn man Sträucher zum Schneiden hat oder mehr Staubenbereich, dann auch noch mehr Astschirme. So. Weitere Geräte, also unbedingt bin ich der Meinung, braucht man schon auch eine Schubkarre, wenn es der Platz hergibt, um schwere Dinge zu transportieren, um sich selber Erdmischungen zu machen, um Kompost von einem Ort zum anderen zu bringen. Wer genügend Kompost hat und viel genug, dass man auch den Grobkompost schon als Dünger auf die Beete geben kann, den würde ich auch zum Durchwurfgitter empfehlen. Da braucht es natürlich die Gießkannen oder sonst in irgendeiner Form was für die Bewässerung und ausreichend einmal in 10 Liter und
20 Liter Größe. Ich habe noch so einen Tipp für die Garteninitiativen. Es ist ja normalerweise so, dass sich die Leute, die kommen aus dem Lager oder Magazin, wie man es nennt, das Werkzeug holen, dann auf die Fläche gehen, dann damit arbeiten, dann kommt jemand, dann ratscht man, dann macht man was anderes und dann liegt das Werkzeug irgendwo. Ich habe auch eine Weile so einen Schulgarten gehabt und das hat sich sehr bewährt, dass also die einzelne Person oder jeweils eine Gruppe einen Eimer mit einer bestimmten Ausstattung bekommt. Da wäre jetzt zum Beispiel das Handschäufelchen drin und die Handhacke und was er halt sonst noch hat. Und ich habe dann den Gartengeräten immer eine Nummer gegeben, auf die Eimer auch eine Nummer geschrieben. Und dann hat die Person oder die Gruppe das Set Nummer 1 und die ist dann verantwortlich, den Eimer und die Sachen auch wieder zurückzubringen. Und wenn man einen Eimer neben sich stehen hat, dann legt man, das ist nur so eine Angewöhnung, legt man das Werkzeug eigentlich gerne wieder hinein, nimmt den Eimer und geht zum anderen Platz, weil man hat dann das ganze Werkzeug beieinander, muss nicht ständig hin und her laufen. Also sowas einzuführen, ist ja, sollte man sich überlegen, so ein einfaches System, das spart viel Material. Also ich höre bei Obpflanzen immer wieder, dass man aus den Hochbeeten dann Werkzeug wieder ausgegraben wird, wenn neue Pflänzchen eingepflanzt werden. Wer es genau nimmt, der kann dann noch eine Markierschnur mit zwei Pfötchen, dann hat man schöne gerade Zeilen, also man steckt hinten und vorne vom Beet die Plöckchen rein, zieht die Schnur und dann hat man eine schöne gerade Zeile. Das ist also für diejenigen, die die Beete einzelne Kulturen haben. So Pikierhölzchen und solche Schichten muss man nicht unbedingt haben, dann kann man auch einen alten Bleistift oder was man gerade so hat. Verwenden. Worauf man achten sollte, wäre jetzt zum Beispiel, dass bei den guten Werkzeugen Holzstiele auswechselbar sind, dass das also so montiert ist, wenn der Stiel mal bricht, dass man einen neuen reinmachen kann. Esche ist ein gutes Material, das hat man auch früher schon immer verwendet für die Gartengeräte. Das ist nicht so schwer vom Gewicht her, ist hart genug, hat aber auch eine gewisse Elastizität, dass wenn man also jetzt hackt damit oder so, dass es nicht so stark zurück oder so hart zurückfedert. Je nachdem, wie ihr es euch leisten könnt, lieber etwas weniger und eine gute Qualität, die halt sehr lange hält, dass man auf solide Verbindungsstellen schaut und dass man halt möglichst nachhaltiges Material verwendet. Das kann ich immer nicht lassen. Ich denke, ihr wisst das alle, aber so ein bisschen will ich es auch gesagt haben. So, hier ist meine geliebte Gartenkralle. Also die Grabgabel sowieso. Ich verwende kaum einen Spaten. Mit der Grabgabel kann man gut einfach reinstechen, hin und her bewegen, so ein bisschen anheben, sodass die tieferen Schichten gelockert sind, aber halt nicht umgedreht und durcheinander gebracht. Und mit der Grabgabel, das ist vor allen Dingen ein Instrument für Leute, die nicht so viel Kraft haben, man nimmt die oben an diesem, sag ich mal, man sieht es nicht so genau, das ist so ein ergonomisch gebogener Griff. Da geht der Griff hier auf der einen Seite zu einem her, auf der anderen Seite von einem weg und steckt diese Grabgabel in die Erde, aber nicht so senkrecht, sondern man steckt sie so schräg. Ich bin ein bisschen schlecht mit dem Winkel, ich zeige es euch einfach. Also so ein bisschen schräg in die Erde und nimmt diesen Griff und dreht mit dem ganzen Körper, wenn die Erde sehr hart ist, kann man mit dem Körper einfach das drehen. Immer so eine Vierteldrehung. Wenn man viel Kraft hat, kann man es auch mit den Muckis. Aber gerade für Frauen oder ältere Leute, die nicht mehr so viel Kraft haben, kann man mit dem ganzen Körper arbeiten. Das ist nicht anstrengend. Und mit dieser Gartenkralle kann man also relativ schnell so ein Beet durchlockern. Die ist hier von der Spanne her nicht so groß, sodass man auch schön zwischen den Kulturen
so ein bisschen auflockern kann und man eben auch nicht die Bodenschicht untereinander bringt. Dann habe ich noch zwei Spezialgeräte, die gibt es bei der Firma Manufaktum. Das eine ist eine Pendelhacke, die hat hier eine scharfe Schneide und auf der anderen Seite mit die, und da hinten ist sie beweglich. Also wenn man die am Stiel hin und her bewegt, dann geht die so ein bisschen mit. Man fährt, wenn man Unkraut jätet, jetzt mit der Hacke so ein paar Zentimeter unter Boden und zieht das einfach durch und man schneidet damit das Unkraut einfach ab und ich lasse es immer liegen, weil ich bin ja so ein Vielmulcher. Macht man auch am besten immer in der Früh, dass das dann über die Mittagshitze gleich antrocknet und entsprechend abgetrocknet ist, dass es wieder die Schnecken nicht so anzieht. Und der Flachschneider ist vom Prinzip her so ähnlich. Das ist wie so ein Vogelschnabel, also mit so einer Spitze, hat auf der einen Seite auch so ein scharfes Messer, ist also ein Rasierklingermesser scharf. Man kann mit der Spitze gut hacken, also direkt in die Erde rein und das auflockern. Und wenn man das Ganze kippt, sodass man also mit der Seite in die Erde fährt, kann man auch den Unkräutern die Wurzel abschneiden. Dann ist es nicht bloß so ein bisschen rausgerupft, sondern wenn die Wurzel so ein bisschen unter der Erde abgeschnitten ist, dann wächst da auch nichts mehr nach. Also es ist so ein ganz spezielles Wurzelunkraut, wie zum Beispiel der Kirsch. Ja, gut. Jetzt haben wir nochmal den letzten Fall. Radhacken. Mit Radhacken. Radhacken? Mhm. Weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Hab ich keine Ahnung. Matthias, müsstest du nochmal beschreiben, was sind Radhacken? Genau. Keine Ahnung. Wir kennen sie nicht, die Körper. Das andere sind alles keine Fragen. Okay. Ist so nichts da. Dann zeige ich euch noch ein schönes Bildchen. Das ist also im Eigentlichen ein Kompostsilo aus Recyclingmaterial. Und solche Kompostsilos, die sind sehr stabil. Die kann man auch als Hochbeet verwenden. Da ist jetzt zum Beispiel sind verschiedene Kürbisse drin. Ja, das ist eine nette Idee, finde ich, habe ich auch mal gesehen. Jetzt hat der Matthias hat das gesagt, was es ist. Und es ist eine Pendelhacke, die geschoben wird, weil sie an einem Rad befestigt ist. Ah ja, ähnlich einer Schubkarre. Ja, kenne ich leider nicht, aber ich denke, dass es so ähnlich arbeitet wie, ja, oder sagen wir mal einfach so, das wird wohl auch nicht so tief in die Erde gehen. Also wenn das oberflächlich so 5 bis 10 cm jetzt durch die Erde so ein bisschen pflügt oder so, ist das vollkommen in Ordnung. Passt. Lockert die Erde, kann nichts Schlimmes passieren, solange das nicht sowas ist, wo man tief reingräbt und die ganzen Bodenschichten durcheinander bringt, kann man da nichts dagegen sagen. Und wenn noch jemand wissen, wie behandelt so die Werkzeugstiele, zum Beispiel Öl, der Tobias? Ja, bin ich eigentlich sehr faul und mache gar nichts. Die haben dann eine natürliche Patina, aber man kann die einölen mit Leinöl. Es gibt so ein spezielles natürliches Öl. Ich denke, man kann es auch, muss auch ein Olivenöl geben, wenn es nicht so wertvolles ist. Ja, haben wir noch eine Frage? Ja, genau. Wir haben nur Pflanzkästen mit etwa 30 cm Höhe. Zu wenig für Tomaten. Na, das geht schon, 30 cm. Ich würde halt, also Fleischtomaten gehen sicher nicht, aber mittelgroße Tomaten und die ganzen kleinen gehen gut. Das haut schon gut. Paprika geht gut. Also da geht relativ viel gut. Was nicht geht, sind Möhren. Da gibt es aber die Pariser Möhren, das sind so kleine Runde, die man dann ansehen kann und natürlich Rettiche und Schwarzwurzeln und solche Sachen. Aber das wisst ihr ja bestimmt eh schon.
So, ich habe hier nochmal die ganzen Downloads aufgelistet. Heute ist es eine ganze Menge geworden, aber ich denke, es ist für jeden was dabei. Das sind also diese versprochenen Vor- und Nachkulturen. Das ist der Anbauplanung, das Platz, Gemüseanbau, wo dann auch die Pflanzenfamilien beschrieben sind. Das Blatt mit der Mischkultur nach gute und schlechte Nachbarn, das nehme ich am liebsten her. Für alle anderen, die so Tabellen lieben, diese Mischkulturtabelle. Dann habe ich euch den Gartenplan von der Kette Frank einmal kopiert. Da habt ihr so eine Idee, wie dieses variierende System funktioniert. Diese beiden Schneckenblätter, und dann habe ich noch einen interessanten Link gefunden, wo eine schöne Mischkulturtabelle ist. Das ist vom Landwirtschaftlichen Amt in Sachsen. Die ist ganz gut, die ist ganz interessant. Hat man auch so eine Broschüre. So, und die Buchtipps wollte ich nochmal sagen. Meine Mischkulturbibel ist das Buch von der Schwester Christa Weinrich. Mischkultur im Hobbygarten heißt es. Es ist ein kleines Handbuch, so im Postkartenformat, so ungefähr. Gut auch zum Einstecken, wenn man im Garten geht. Ganz übersichtlich, ganz brauchbar. Das ist eine Ordensschwester, die in der Abtei Fulda unendlich lange Gartenerfahrung hat. Und das ist sehr kompakt. Da ist, obwohl es ein kleines Buch ist, unheimlich viel drin für richtige Gartenneulinge. Ist es vielleicht ein bisschen zu wenig ausführlich, weil sehr viele Tabellen drin sind, wo das Wissen einfach so geballt drinsteht. Also ich finde es fantastisch, nach wie vor schaue ich da immer rein. Die richtigen Anfänger brauchen noch was Ausführlicheres dazu. Dann ist dieses Buch, das man nur noch antiquarisch bekommt, der gesunde Garten von der Der gesunde Garten der Buschbrücke von Gertrud Frank und dieses Buch von der Marguerite Langerhorst, die das weiterentwickelt hat, diese Mischkultur. Das ist also auch entspannend. So, gut, dann bin ich jetzt noch eine Frage. Ja, fertig mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht recht rote Ohren, weil da etwas wirklich viel Stoff. Aber es ist auch einiges zum Nachlesen. Ich denke, da kann man sich das dann gut nochmal nachschauen. Und für alle, die das erste Mal da sind, habe ich am Anfang schon so einen Praxistipp abgegeben, dass man sich die wichtigen Blätter, die man also wirklich oft im Garten braucht, das wären so die Ansaatpläne, machen Sie selber was an, aus dem ersten Seminar, dann die Temperaturtabellen, welche Temperatur braucht es, damit es überhaupt keimt, dann die Mischkulturtabelle, die Vor- und die Nachkulturen, wenn man sich das in einer Folie in so einem kleinen Hefter oder kleinen Ordner macht und das dann im Garten irgendwo liegen hat, dann hat man das so ständig bei der Hand und ja, so ein paar Blätter, da hat man das Wichtige, was man zum Ansehen und zum Pflegen braucht, beieinander. Das ist oft besser wie so ein Buch und meistens sind all diese Dinge, die man braucht, eh nicht in einem Buch drin. Man braucht also immer mehrere Bücher. So, wir haben noch eine Frage. So, hast du einen Tipp, wie wir erreichen können, dass unser Werkzeug nicht zu schnell bricht? Ja, müsst ihr euch gutes Werkzeug kaufen. Also Qualitätswerkzeug hat seinen Preis. Bei Manufaktum gibt es so handgeschmiedete Geschichten, die sind teuer, aber die halten ein Leben lang. Das ist immer die Frage, wenn man in so einer Garteninitiative ist, will man wahrscheinlich nicht so teures kaufen, weil es die Gefahr ist, dass es verschwindet oder verschlampert wird. Aber so ein Mittelweg, ja, wenn man immer wieder Neues nachkaufen muss, ist auch nicht billig. Also auf die Qualität achten. Mhm. Gut, ja, dann
sind wir jetzt soweit fertig. Ich habe es wieder geschafft, dass wir noch vor 20 Uhr durch sind. Ich bin noch eine Weile hier. Also wer jetzt dann, wenn gerade noch was einfällt, könnt ihr noch eine Frage schicken. Ich beantworte das dann. Die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Ja, ich gebe, ja genau, ich sage noch schnell meinen Schlusssatz, dann gebe ich es an mich weiter. Genau. Ich hoffe, es war für euch wieder einiges dabei. Ja genau, ich wollte sagen, also wir können die Fragen anschließend auch hier schriftlich noch beantworten, wenn da was reinkommt. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, gutes gemeinschaftliches Arbeiten an euren Pflanzplänen, einen schönen Abend und die Gudrun sagt noch was. Für euch Gott. Ja, ganz herzlichen Dank an Christine und schön, dass ihr alle dabei wart. Jetzt die Frage von der Caroline. Hallo Caroline. Also ihr kriegt, so wie wir den Link umgeschickt haben, mit dem Code euch anzumelden. Dann, wenn wir das auf YouTube hochgeladen haben, dann tun wir es auch in eins unserer Praxisblätter, das heißt Gärtnerische Grundlagen. Und da laden wir auch immer die aktuellen Downloads mit rein. Du findest jetzt schon auf unserer, oh, jetzt seht ihr mich auch, auf unserer Website bei Praxistipps, ein Praxisblatt, das heißt Gärtnerische Grundlagen, wo die ganzen Downloads von den beiden anderen Webinaren und auch die Präsentation und auch die beiden YouTube-Filmchen zu finden sind. Und im Laufe der nächsten Woche werdet ihr da dann auch das von heute finden und ich schicke euch das dann. Also alle, die jetzt dabei waren, alle, die nicht dabei sein konnten, bekommen dann eine E-Mail von mir, wenn es soweit ist. Also wer nett von einer Frage hat, wir sind noch ein paar Minuten da. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Abend und bis zum 14.02. glaube ich ist es. Ich glaube, ja.